Und damit willkommen zurück zu Command & Conquer the Second Tiberian War. Letzte Mission, habt ihr selber gesehen, das war eine Katastrophe. Also mit dem Carrier wäre es wirklich schneller gegangen. Jetzt spielen wir auf der Seite von Not wieder. Und zwar sind wir auf der Flucht vor der GDI. Ja. Wir müssen jetzt da oben hin. Mit Xerdes. Wir haben natürlich den Tacitus in der Hand. Und müssen so schnell wie möglich da oben hin. Wir haben nur diese eine Einheit hier. Das ist ja auch irgendwie klar, wenn der fällt, Mission vorbei. Ist ja wohl klar. Deswegen geht es hier auch mal behutsam hier durchzugehen, nicht einfach durchpreschen. So, gucken wir ein bisschen hier. Müssen nämlich hier oben durchkommen. Diese Einheit ist ja sozusagen auch ein Hijacker. Heißt also, so wie jetzt hier, könnten Fahrzeuge reingehen. Jetzt sind wir unerkannt für die GDI. Ein Glück auch. Weil der Hijacker ist nämlich nicht bewaffnet. Und ein Bild von Kay natürlich. Selbst gegen zivile Leute müssen wir auch aufpassen. Dauert ein bisschen, bis er sein Ziel erreicht hat. So, wir laufen so weiter. Das sollen wir wohl hinkriegen. Hin. Yes. Moving. Moving. Excellent. Immer alles schön mit Bedacht machen. Moving. Moving. Excellent. Yes. Yes. Excellent. So, jetzt kommen wir in ein Hafengebiet rein. Überall GDI, das ist zum Kotzen, ne? Mal dürfte er jetzt nichts machen. Ne, sonst hätte er schon jetzt angegriffen. So, ab über die Brücke. Haben es auch schon fast geschafft. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis einer von der GDI kommt. Na, guck mal. Da kommt schon ein LKW. Und sofort hinterher. Gehen dann mal hier hinter. Ich hoffe, es funktioniert. So, kommen wir durch und hier rein. Establishing battlefield control. Stand by. Tja, da war eine getarnte Einheit. Trotzdem haben wir es aber geschafft. Ist kein Problem. Alles gut. Damit ist die Mission auch geschafft. Mission accomplished.